Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 von Gothic 2 Gladiator. In der letzten Folge unseren ersten Kampf hier im Dorf Gallen bestritten gegen den Sorvik. Der war auch keine große Herausforderung. Da habe ich sogar ein bisschen rumgeblödelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe nämlich unsere neuen Stufe 3er Taunts ausprobiert. Unter anderem haben wir vor unserem Gegner gefurzt, mit unserem Schwert herumbalanciert. Alles zur Belustigung der Massen. Und am Ende haben wir noch mit dem Gesellen gesprochen, der hat eine Quest für uns, und zwar sollen wir das Rudel Wölfe töten, was wir schon längst erledigt haben. Hier haben wir noch ein paar Fische am Rande, auch nicht schlecht. Da ist noch ein Ring drin. Und da haben wir 50 Gold. Es ist noch ein Flammenschutzring, keine Ahnung, was wir mit denen anfangen sollen, außer verkaufen. Auf jeden Fall, der Geselle wollte, dass wir die Wölfe töten, einerseits, und ihm andererseits ein Dutzend Heilpflanzen bringen. Leider habe ich nur 10 aufgesammelt, als wir hier waren. Deswegen müssen wir jetzt nochmal die Augen ein wenig offen halten. Und da war schon direkt eine entdeckt. Und da ist noch eine. Und da ist sogar noch eine. Also wir haben auf jeden Fall mehr als ein Dutzend hier. Wäre auch eine Tortur, wirklich alles abzugrasen. Wahrscheinlich wurden hier so zwischen 13 und 15 platziert. Aber ihr kennt mich, ne? Ich will halt die 15 dann auch mitnehmen. Da ist die Nummer 14. Und da ist die Nummer 15. Und die Nummer 16. Und die 17 und die 18. Ach du heilige Scheiße, sehe ich jetzt noch auf dem Heilpflanzen auf einmal. Also man kann hier auf jeden Fall mehr als 12 mitnehmen. Oder hat er 2 Dutzend gesagt? Ne, 1 Dutzend Teilpflanzen. Laut seiner Darstellung wimmelt es auf der Lichtung mit den Pflanzen vom Wölfen. Ich muss sie loswerden und ein paar Pflanzen besorgen. Jetzt haben wir 18 Stück, oder was? Ne, sogar 20. Ach du Scheiße. Guck mal hier, bringen wir einfach gleich 2 Dutzend mit. Dann guckt er blöd aus der Wäsche. Ich erinnere immer, sind dicke Strumpfliegen. Das macht mich jetzt schon ein bisschen... Guck mal, da ist noch eine. Schon ein bisschen suspekt, ne? Dass wir hier... Könnt ihr doch bestimmt 2 Dutzend mitnehmen. Verarsch mich doch nicht. Das kriegen wir bestimmt hin. Jetzt fehlen uns genau 2 für 2 Dutzend. Aber vielleicht können wir auch einfach die restlichen behalten. Auch wenn ich nicht weiß, wofür. Naja, egal. Auf jeden Fall könnte es sich lohnen, hier die Flussufer entlang zu latschen, weil da kann man gegebenenfalls noch ein paar Fische finden, die dann entweder Gold oder Schmuckstücke oder sonst was beinhalten. Ich hoffe ja eigentlich auf Dietriche, aber ich glaube, so hoch ist der Dietrich-Verbrauch sowieso nicht in dem Spiel. Es sind ja immer nur eine kleine Handvoll Truhen pro Karte. So, da ist der Geselle wieder bei seinem Meister. Hey, am ty. Lernen. So, hier, bitte. Mam roślinę. Dziękuję ci serdecznie za pomoc. Oto twoja zapłata. Wir kriegen dafür 300 Gold. Die heilende Pflanzen. Quest ist erledigt. Das ging relativ schnell von der Hand. Jetzt hänge ich hier ein bisschen fest. Falle hier trotzdem korrekt raus. Ohne große Probleme. Da ist noch ein Gardist. Aber hier irgendwas am Flussufer noch rumfliegen? Wie gesagt, könnte sich lohnen. Ja, muss es aber nicht. Vielleicht haben wir auch schon alle Fische gefunden. Direkt. So, gehen wir mal ganz kurz nochmal in die... Da, ah, noch ein Rad. Da haben wir schon das 5. Rad. Das 5. Rad am Wagen. So war es aber auch. Seltsam. Jetzt haben wir 5 Karpfen und 5 Räder. Jetzt geht natürlich auch hier wieder die Post ab. Da machen wir natürlich keine halben Sachen und ziehen den direkt komplett aus. Indem wir hier einen 5er haben. Gratuliere. So muss es laufen. Wie gesagt, da kann man 220 gut machen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der hat ein besseres Doppelpaar. Schade.
Da hat ein besseres Doppelpaar. Heieiei. Ich bin übrigens gespannt, wie die weiteren Karten aussehen werden. Also wir haben ja neben dem Dorf Gallen auf jeden Fall noch mindestens mal ein, aber ich glaube, es sind insgesamt 4 Arenen. Ha, der Doppelpaar bringt ja gar nichts. Ne, 2 weitere Karten, 2 weitere Kapitel. Ich habe es ja Kapitel getauft. Also das erste Kapitel war die Gladiatorenbucht. Das zweite Kapitel ist das Dorf Gallen. Und es wird noch mindestens 2 weitere geben. Er wird interessant. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich dafür ein bisschen mehr brauche als 20 Stunden. Denn wir sind ja jetzt schon bei der Hälfte. Und sind hier gerade mal angekommen. Der jetzt bessere Doppelpaar schon wieder. Hey. Vor allem bin ich gespannt, wie sich das dann gleich mal mit den Jägern dann abspielt. Denn wie gesagt, ein Glück hat man hier dann ein bisschen. Das halt nur einfach. Gratuliere. Und tschüss. Da haben wir den abgezogen. Wie sich das hier gestaltet mit den. Hey, Till. Mit den Jägern, weil also es ist gut, dass man hier nicht wieder Übungskämpfer hingesetzt hat. Und ich bin auch mal gespannt, ob wir hier wieder auch 10 Kämpfe insgesamt vor uns haben oder ob sich hier ein bisschen was von der Gladiatorenbucht abhebt oder einfach nur verändert. Oh, da haben wir direkt eine Kutsche. Gratuliere. Und jetzt ist er wieder leer. Jawohl. Platt gemacht, den Eierkopf. Wie gesagt, von den beiden erhoffe ich mir auch noch mindestens eine Quest. Vielleicht hat sogar jeder von beiden eine Quest. Das wäre sogar noch besser. Waren wir eigentlich schon hinterm Tresen beim Gastwirt? Ich glaube nicht. Und wir haben auf jeden Fall noch 2 verschlossene Türen. Ne, das wollen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Wir haben da hinten irgendwas, was eine Mine sein könnte und auf der anderen Seite des Dorfes auch nochmal eine Mine oder eine Höhle. Und dann haben wir natürlich im Anfangsgebiet noch diesen Magierturm, der auch irgendwie zumindest die Truhe einen Schlüssel benötigt. Und in dem es auch noch ein bisschen was geben muss. Kann ich mir einfach nicht anders vorstellen. Jetzt gehen wir mit einem von denen auf die Jagd. Ah, ich sehe schon. Wir haben wahrscheinlich dann wahrscheinlich ist Sparky der Erste, weil der am wenigsten Lebenspunkte hat. Und dann steigert sich das immer. Wygrałem pierwszą walkę. Czy mogę z wami polować? O, w takim razie witamy w drużynie, chłopcze. Jeżeli będziesz gotowy na polowanie, to zgłoś się do mnie. Zgłaszaj się też do mnie po polowaniach po zapłatę, jak już wrócisz z kompanem. Będę pamiętał. Na dann. Abspeichern und wir sind bereit. Jestem gotowy na polowanie. Dobrze. Dzisiaj wyruszysz ze Sparkim, a znajdziesz go w obozie. Mamy wyruszyć we dwóch? Chłopcy muszą się wykazać. Co to za sztuka ruszyć kilkoma osobami na polowanie? Przynajmniej u nas są takie zasady. No już, ruszajcie. Dobrze. Ja, das habe ich ja wie gesagt schon vorausgeahnt. Mamy wyruszyć na polowanie. W takim razie nie ma co przedłużać. Chodźmy do lasu. Dem Sparky hinterher und also sollten sich die Gegner auf dem Niveau befinden, wie die Wölfe, die wir für den Gesellen töten sollten, dann wird es gar kein Problem, dann gehen wir einfach vor, schlagen alles zu Brei. Und wie ich erwartet hatte, genau dieser Wald wird dann mit Gegnern bestückt werden. Netter Einfall. Finde ich gut. Deswegen konnte man hier auch nie irgendwas finden. Weitere Wölfe. Und ich weigere mich, den Spark hier anzugreifen, aber habe ich das gar nicht vor. Das ist tatsächlich etwas grenzwertig und problematisch. Jetzt mal hier ganz schnell looten, looten, looten. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Guck mal, den kann ich schon gar nicht mehr looten. Mann, geht das schnell. Nichts tun nie ma. Der marschiert direkt weiter, okay. Dann werde ich schauen, dass ich mal mit gezogener Waffe vorausgehe. Weil wie gesagt, wir dürfen unsere Kameraden auf jeden Fall nicht verlieren. Und ich schätze mal, vielleicht ist es immer wieder dasselbe. Kann gut sein, aber auf jeden Fall sind wir verletzt worden. Aber auf jeden Fall, ja, ist hier jedes Mal Action im Wald.
Und wie gesagt, das wird einfach immer wieder anders ablaufen. Das ist einfach ein bisschen komplexer als so ein ekelhafter Kampf in so einer Übungsarena. Ist einfach so. Moment, Spark, ich komm gleich. Niczego tu nie znajdę. Looten geht vor. Weißt du, wie es ist? Nie ma czego plądrować. Geh da weg, ich muss den looten. Schon wieder zu spät. Meine Fresse. Da muss man sich echt beeilen. Auf jeden Fall, entweder sind es immer wieder Wölfe, die verschieden stark sind, oder, was auch gut sein könnte, wir kriegen hier einfach andere Gegner rein. In den Wald. Na dobra. Chodźmy w głąb lasu. Prowadź. Auf jeden Fall cool, abwechslungsreich, gefällt mir sehr gut. Da hinten haben wir einen größeren Wolf oder einfach nur weitere Wölfe. Wird sich gleich zeigen. Ah ne, sind weitere Wölfe, ganz normale. So, looten, 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 looten. Und schon wieder, den habe ich wieder nicht gekriegt, das ist doch unfassbar. Wie schnell man sich hier beeilen muss. Und wer wisst ja, das rohe Fleisch, das können wir auch verkaufen, aber ich glaube, da kriegen wir genügend. Und jetzt hier bemerkt, macht es halt auch bemerkbar, wie sinnvoll das war mit den, Lebensregenerationen. Ne? Ist einfach praktikabel. Spark, ich komme gleich. Bin da. Jetzt habe ich schon wieder zwei verkackt. Nee, da ist noch was zu holen. Nein! Oh, wie knapp. Der hat noch gut Leben. Da mache ich mir noch wenig Sorgen. Und wir marschieren einfach weiter mit dem Spark hier, alles klar. Ah ne, der lootet den noch. Chyba wszystko. Lecz wrócimy jeszcze przez środek lasu. Może jakaś zwierzyna pojawi się na deser. Ein Reh. Ja, wenn du meinst. Ich habe keine Fernkampfwaffe dabei, das musst du erlegen. Jetzt sind wir einfach mit der fucking Sparky unterwegs. Aha, das ist kein Reh. Zack, 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 zack. Niczego tu nie znajdę. Jedes Mal, wo der hinläuft, darf ich dann immer looten. Da muss man sich echt beeilen. Bevor dem seine Animation kommt. Na to koniec. Wszystko, co tu łaziło, zostało upolowane. Dobra robota. Dobry z ciebie myśliwe. Dzięki. Wracamy do obozu? Tak. Najwyższy czas. Ja, wir kriegen danach 5 Lernpunkte. Also das finde ich sehr viel cooler als die Übungskämpfe. Kriegt man einfach 5 Lernpunkte reingeschäppelt. Haben wir die noch bekommen? Jetzt muss ich mal ganz kurz testen. Da war kurz mal neu. Ja, haben wir gekriegt. Ich war mir nicht mehr sicher, wie viele Lernpunkte wir noch hatten. Aber stimmt, wir haben ja die Lebensregeneration für 10 Lernpunkte gekauft. Und dementsprechend hat das natürlich gekostet. Das heißt, wir haben die Quest mit dem Gesellen erledigt und waren hier bei den Jägern. Und ich fand die Jagd ganz cool. Da werden ja auf jeden Fall noch einige Jagden auf uns warten. Das heißt, wir kriegen hier auf jeden Fall bestimmt wieder auch 50 Lernpunkte gut geschrieben. Kriegen natürlich nur 100 Gold für die Aktion, weil es war die erste Jagd, die war sehr einfach. Und wie gesagt, entweder bleibt es gleich und die Wölfe werden stärker, so wie auch die Übungskämpfe im ersten Kapitel immer stärker wurden. Oder es kommen halt auch mal andere Gegner. Ne? Goblins, Schrate, was auch immer. Auf jeden Fall wird hier die Entwicklungskurve auch wieder sehr steil werden. Das werde ich jetzt schon prophezeien, dass wir da noch ein bisschen schwitzen werden, früher oder später. Das heißt, wir haben jetzt wieder 3000 Gold immerhin und wir haben auch wieder 20 Lernpunkte. Das heißt, was machen wir? Gehe ich dann auf Stärke und wir holen die beste Waffe und hoffen, dass unsere Rüstung erstmal genügt. Oder sparen wir auf 6000 und holen die beste Rüstung. Genau, trainieren können wir nicht mehr. Ich gehe nochmal zum Dorfältesten. Ist jetzt ein bisschen ungewohnt ohne den Kali als die Person, die quasi immer wieder
quasi die Hauptquest neu triggert. Aber ich denke, wir müssen jetzt einfach... Ah. Czy ktoś potrzebuje oder fragen einfach weiter. Okay, schau später wieder vorbei. Okay, das finde ich cool, dass wir so eine kleine Hilfe bekommen bei der Nebenquest. Und zwar, dass quasi der uns jedes Mal sagt, wer Hilfe braucht. Das heißt, das Spiel nimmt uns wieder eigentlich gut an die Hand. Und wir können nichts wirklich falsch machen. Haben wir einfach mal wieder 2 Tage durchgepennt. Also auch hier ist der Rhythmus wieder gleich. Nach 2 Tagen beginnt der Kampf. Mit dem Unterschied, glaube ich zumindest, dass wir hier nicht abgeschlachtet werden, wenn wir nicht zum Kampf erscheinen, weil, naja, immerhin machen wir das ja oder können wir das ja freiwillig machen. Wo ist denn der Chef? Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht wartet der vorne beim Kampf, bei der Kamparena auf uns. Auf jeden Fall ist jetzt hier die Questerzählung halt ein bisschen eine andere als in der Gladiatorenbucht. Da ist der Knecht wieder. Also der Dorfheld ist dabei jetzt gerade, aber nirgends zu sehen. Vielleicht guckt der auch zu, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal den Kampf und hoffen aufs Beste. Hallo, Herr Arenaleiter. Jestem gotowy na kolejną walkę. W takim razie wchodź na arenę. Dann mach mal auf, mein Lieber. Hätte man sich natürlich jetzt wieder anschauen können, was das für einer ist. Es ist ein Speer-Dulli, alles klar. Könnte ekelhaft werden. Zobaczymy, Młokosie. Boah, Bogen und Speer. Ekelhaft. Sehr ekelhaft. Hör doch auf, hier rumzutanzen. Dass das so lang geht, ist echt mies. Aber der Punkt ist, der trifft uns von hier nicht. Deswegen können wir in diesem Fall tatsächlich unsere Zuschauergunst erhöhen. Und wir wissen ja, dass wir... Das könnte auch in die Hose gehen, ja. Und da ist es in die Hose gegangen. Denn hier brauchen wir wieder eine Riesenmenge Glück. Leider. Wenn der sich quasi weit nach hinten bewegt, uns dann nicht trifft und wir dementsprechend unsere ganzen Aktionen hier durchführen können. Zumindest ein paar. Dann wäre das schon gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir wieder das altbewährte Problem. Schön, dass das oft abfällt gerade. Aber jetzt wieder, doch wieder auf. So. Ja, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Jetzt haben wir hier volle Pulle. Jetzt hört wieder auf. Das wird zu knapp. Das wird alles zu knapp. Vor allem, weil er nicht aufhört zu tanzen. Also, das ist doch ein Witz. Also, da muss ich wirklich sagen, das müsste man abbrechen. Und zwar in der Sekunde, in der man die Gunst erhalten hat bei seinen Zuschauern. Ja, da muss ich sagen, das ist viel zu viel Zufallsprinzip, welche Aktion man macht. Das ist einfach nur blöd. Takich jak ty, jadam na śniadanie. Ja, den hier will ich einfach 5-mal. Während der uns halt gar nicht trifft. Auf. Nee, das klappt nicht. Das war bis zum Scheiden verurteilt. Hör auf jetzt, Romulus. Es reicht. Ja, ist bescheuert. Ist es bescheuert, weil es kann in der Theorie einfach funktionieren. Es könnte in der Theorie so einfach sein. Und in der Praxis ist es einfach ekelhaft. Man braucht einfach Glück, dass der einen nicht trifft. Ja. Patrzcie na niego, mocny tylko w gębie.
Der Tanz ist das Blödeste, was hier passieren kann. Das ist das Allerblödeste. Und er hört nicht auf. Er hört einfach nicht auf zu tanzen, dieser Schwachkopf. Aber der Gegner verschießt hier so viele Pfeile und wir hätten in der Zeit einfach schon noch ein paar Moves machen können. Aber nein, er tanzt schon wieder. Der Furz. Endlich der Furz. Jetzt hör auf. Hör doch auf. Warum hört er denn nicht auf damit? Also warum hört er manchmal auf und manchmal nicht? Weil wir sterben jetzt hier einfach gerade für nix und wieder nix, weil er mit der Animation nicht aufhört. Finde ich lächerlich. Finde ich einfach lächerlich. Muss ich sagen. Ja, also lächerlich. Wirklich lächerlich, dass das halt so von solchen seltsamen Faktoren abhängig ist. Muss ich echt sagen. Finde ich blöd. In der nächsten Folge werden wir den Kerl platt machen. Ich kenne nicht mal seinen Namen. Ich habe gerade irgendwie gar nicht drauf geachtet. Aber auf jeden Fall machen wir den fertig. Und zwar mit extra Einnahmen. Mindestens 3. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.